Hallo und herzlich willkommen bei Immobilien Alanya. Ich bin heute in Kargejack. Ich habe heute den Bauträger direkt dabei. Wir zeigen euch eine sehr schöne Villa, eine exklusiv, ein Designer-Villa. Die muss ich natürlich auch mit dem Bauträger zusammen zeigen. So, er heißt Turan. Merhaba Turan Bey. Merhaba. Hatesh. Ja, er wird mich auch mitbegleiten. Ich werde ein paar Fragen stellen. Er kennt sich mit der Villa am besten aus. Und die einzelnen Details werden wir natürlich von ihm Bescheid bekommen. Bir sorum olacak. Burada toplamda kaç senedir faaliyet gösteriyorsunuz? Aşağı yukarı 14 yıl. Seit 14 Jahren bauen Sie hier Villen. Burada toplam kaç tane villa diktiniz bu şeyde? 38 villa bitti. Wow, also er hat insgesamt hier 38 Villen schon fertig erstellt. Das sind sehr qualitativ, sehr gute Baumaterialien benutzt er. Und sein Sohn arbeitet mit ihm zusammen. Er ist ein Architekt, Bauträger und auch gleichzeitig der Investor. Siz oğlunuzla galiba beraber çalışıyorsunuz. Evet, oğlum mimar. Wie gesagt, ist ein Architekt. Wir gehen direkt zum Eingangsbereich los und dann legen wir gleich los, dass ihr mal wisst, wie es da von außen aussieht. So schaut es hier aus. Wir haben einen wunderschönen Meerblick. Ja, also bis gleich. Wir stehen jetzt draußen vor unserer Villa. Das ist die Zufahrt zu unserer Villa. Die Straße, das ist eine Sackgasse übrigens. Rechts und links sind lauter Villen. Hier auf der rechten Seite ist sogar ein Neubau. Die wird auch noch fertig erstellt. Ebenfalls diese ganzen Villen sind schon verkauft. Es sind nur noch 1, 2, 3, 4 Villen übrig. Ja. Turan Bey macht eine gute Arbeit. Siz otelde yaptınız demiştiniz. Evet, evet. Alanya. İki blok yapmıştım. Mhm. Er hat sogar Hotels auch noch aufgebaut. Also ich sag mal so, die Lage ist top, man hört hier nichts. Ja. Bu arsa da sizindi galiba. Bütün arsaları kendim alıp yapıyorum. Also die Grundstücke kauft er selber und baut sie auch selber. So, wir sind jetzt hier direkt vor unserer Villa, die wir jetzt gleich zeigen werden. Außen richtig schön mit Travertersteine versehen. Das hier ist der Eingangsbereich und wir laufen jetzt Richtung runter zu unserer Garage. Garage doğru geçeceğiz. Evet. Bitiş tarihi ne zaman olacak? İki ay gibi her şey sonlanır. Also in zwei Monaten müsste es komplett fertig erstellt sein. Ja, draußen haben wir sogar noch ein Plakat, wie es später auch aussehen sollte. Und zwar, so schaut es von außen aus, mit Infinity Pool, mit einer kleinen Terrasse und auch richtig schön mit einem Stein, Lava, was man hier auch noch sehen kann. Das ist der Eingangsbereich. Hier sieht es praktisch von den hinteren Seiten aus. Das hier, also wir haben wunderschöne Meerblicke übrigens, gell? Also vielleicht kann man es nicht gut erkennen, aber ich habe auch die Pläne, also sozusagen den Drive. Wer gerne die ganzen Pläne haben möchte, kann ich auch gerne zuschicken. Und wir haben auch einen richtig schönen Gaskamin, ja. Und das ist dann die untere Etage. Wir haben hier zwei Wohnbereiche und fünf Schlafzimmer. Duvarlar gerçek traverten mermer, fayans değil bunlar hepsi. Also das sind richtige Travertersteine und keine irgendwelche Keramik oder billige Nachahmung. Sind original. Toplam da şöyle söyleyeyim. Bunun için ne kadar zaman harcadınız? Bunların hepsi yurt şeyden geliyor, Denizli'den geliyor. Evet. O bayağı zaman aldı bunlar. Also es kommt aus Denizli und es hat echt viel Zeit gekostet. 6 ay falan buluyor bunların bitmesi, bütün taşların işlenmesi 6 ay falan. 6 Monate haben sie allein für diese ganzen bütün Steinarbeiten gebraucht. Binanın dışı da 30-60 mermer onlar. 30-60 Zentimeter auch Außenfassade ist komplett mit Travertersteine ausgelegt. Also wir gehen direkt zum Eingangsbereich. Das hier ist unsere Garage. Unten kann einer parken und hier kann man natürlich auch ein Auto hinstellen. Und es wird auch automatische Türe reingemacht, ein Tor. Aber wir fangen direkt im Eingangsbereich an, damit wir ungefähr eine Vorstellung haben. Wie sieht es da aus? Also bis gleich. So, wir sind jetzt im Eingangsbereich. Auch wiederum rechts und links richtig schön mit Travertersteine. Ja. Wir gehen mit Herrn Atesh weiter. Und ich habe gerade gesehen, dass er auch sogar die, ja, die Pflanzen schon hergebracht hat. Az önce getirdiniz galiba bu evet, çiçekleri. Evet, yeni geldi. Peki bahçe konumu nasıl olacak? Nasıl düşünüyordunuz? Bahçe çim olacak ve belli yerlerde de şeyler işte portakal, limon, avokado gibi şeyler ekilecek. Okay, das sind ja auch die kleinen Orangen, die Mini-Orangen-Bäume. Ja, es wird komplett mit Grasfläche bedeckt und an manchen Stellen kommen auch die Bäume. Praktisch werden sie auch einpflanzen. Das hier ist unser Eingangsbereich. Man kommt praktisch hier an. Burası da galiba bahçe oluyor. Bahçe, orası da bahçe. Genau. Diese Fläche wird auch komplett mit Grün versehen.
Peki oraya... Cam. Orası cam oluyor. Dann auch ein Glasgeländer hin. Ja, wegen der Sicherheit ist ja klar. Sonst kann ja jeder da runterfliegen. Aber dass hier auch mal sieht, also die haben 6 Monate allein für diese Travertersteine haben sie gebraucht. 6 Monate. Altai war ja sonst wieder. Ja. Da kommt dann eine normale Türe rein. Man kann auch anhand von der Höhe kann man sehen. Es wird richtig schön groß. Burası oturum odası. Burası salon. Birinci salon burası. Salon heißt auf Türkisch Wohnbereich. Ja. Misafir karşılama için. Ja, burada bar oluyor. Mm-hmm. Burası da salon. Ach, burası bar oluyor. Bar oluyor orası. Also bar hier gelecek. Kommt sozusagen ein Bar hin. Ja. Das ist sozusagen Empfang für die Gäste, wenn sie da reinkommen. Terrasse, Balkon var burada. Dann haben wir hier auch noch eine Terrasse. Kapılar da bayağı yüksekmiş. Mm-hmm. Ja. Bodentief, ich glaube, das müssten ungefähr 3 Meter hoch sein. Ja. Dışarıya koltuk vesaire herhalde tabii, tabii, gelecek. Tabii. Da kommt auch çiçeklik oluyor buralar, hepsi çiçeklik oluyor. Hier kommen auch hier lauter Pflanzen hin, beziehungsweise Blumen. Ja. Top. Also echt top. Schon mal gitti. So, übrigens, dieses ganze Haus wird mit Fußbodenheizung beheizt. Wasserbetrieben. Also nicht elektrisch, sondern wasserbetrieben. Wir haben hier auch noch bodentiefe Fenster. Das kann man ja auch sehen. Wir haben viel Licht hier. Man kann auch direkt zum Garten gelangen, von hier aus. Und von hier aus hat man auch schönen Meerblick. Kann man auch kurz zeigen. Buraya şömine gelir. İsterlerse özel bacasını hazırlamışım. Şömine de koyabiliriz. Oh, da hier kann man auch einen Kamin hinstellen, auf Wunsch. Weil den Schornstein haben sie schon anscheinend angebracht. Wäre auch schön. Bar. Hier richtig schön Kamin, Sitzmöglichkeit, draußen die Grasfläche und hier gelangt man direkt auf unseren Außenterrassenbereich. Wie gesagt, die Bilder und die 3D-Bilder, die habe ich ja bei mir, die Pläne. Auf Wunsch kann man machen. Burası ne galiba? Ahşap olacak, merdiven basamakların hepsini ahşaptan yapacağız. Die ganzen Stufen werden aus Holz verlegt und hier kommt, buraya da galiba cam, korkuluk, evet. Glasgeländer. Also wir sind jetzt auf EG. Burası. Ah, genau. Was ich auch noch zeigen wollte, ist, wir haben die Anschlüsse für die Wasserheizung, Fußbodenheizung, wasserbetrieben. Wird ja natürlich auch noch verdeckt. Hier haben wir noch unsere Badezimmer. Sehr schöne Fliesen. Außergewöhnlich, nicht immer die gleichen, die man in anderen Villen sieht, sondern top. Wir haben hier ja, nachher auch noch unsere Gastüre. Da oben wird wahrscheinlich auch Regenwasserdusche eingebracht und unsere Shampoo-Ablage integriert. Top, schön. So, unser erstes Schlafzimmer. Buraya... Garderob. Ah, hier kommt ein Garderobe bzw. Kleiderschrank bis zur Deckenhöhe. Yukarıya kadar gelecek galiba. Evet, evet, full. Mhm. Dann wäre das das Schlafzimmer. Das Bett kommt genau hier rüber, so, dass man auch den Meerblick genießen kann. Kleines Balkon. Ich muss jetzt was fragen. İstekleri göre galiba değişiklik yapabilirsiniz. Olabilir. Mhm. Er sagt also, Möglichkeit besteht, wenn Sie selber noch eingreifen möchten, welche fließen und so weiter. Kann man selber natürlich seine Wünsche noch äußern. So, jetzt gehen wir mal zu dem nächsten Schlafzimmer. Die Klimaanlage kommt hier oben drauf. Auch wiederum bodentiefe Fenster. Ja. So schaut es aus. Alle Schlafzimmer sind sehr groß. Hier kommt wiederum ein Kleiderschrank hin. Ja. Richtig schön bis oben in der Decke. Der Schreiner hat hier wirklich viel Arbeit. Es wird auch viel investiert. Mhm. Können wir mal kurz auch mal einen Mehrblick mal kurz zeigen. Wir machen erstmal die EG und OG erstmal fertig und dann gehen wir nochmal ein Stockwerk tiefer. Ja, das sind ja 2 Wohnbereiche und 5 Schlafzimmer und wir sind gerade mal im 2. Schlafzimmer. Also wir gehen jetzt gleich weiter, ja, wir laufen jetzt hoch und treffen uns gleich oben. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der oberen Etage.
Ja, wir haben hier auch unsere Master Bedroom. Man kann auch sagen, das sind zwei Master Bedräume, weil sind beide sehr groß. Also hier haben wir gleich auf der rechten Seite noch ein Badezimmer mit Tageslicht. Das hier ist das Schlafzimmer. Man kann auch als Kinderzimmer nehmen. Auch sehr schön. Das sind zwei Fensterpforten. Schiebbar. Also, da kommt wahrscheinlich nochmal ein Kleiderschrank hin. Da drüben kommt das Bett rein. Ja, das wäre sozusagen entweder Gästezimmer oder als Kinderzimmer gedacht. Wir haben sogar Innenbereich noch, unsere Travertia-Steine. Top, gefällt mir. Also ich kann es mir gut vorstellen, wie es dann so zum Schluss aussieht. Ja. Auch wiederum hier, richtig toll mit Travertia-Steine. Da drüben kommt unser Doppelbett rein. Du hast hier riesengroße Fensterfront, genauso wie auf dieser Seite. Und was natürlich toll ist, wenn man natürlich hier morgens aufsteht, dass man auch wunderschöne Meerblick hat. Ja. Also ich hätte das vielleicht als Gästezimmer genommen. Hier wurde viel Geld reingesteckt. Das sieht man, weil ich komme ja noch nachher zu Details. Es ist eine sehr schöne Villa, gefällt mir persönlich sehr gut. Aber allein diese Travertia-Steine, ich will gar nicht wissen, was es kostet hat. Ja. Auch diese ganze Verarbeitung. So, also wir sind jetzt obere Etage. Wir gehen jetzt zu unserem Master Bedroom. Ja, auch hier am Korridor, riesengroße Fensterfront. Ja, top. Übrigens. Burada üzerine cam gelecek yukarıdan. Aha. Cam da kapatıyor. Bu aşağı yemek yeri olarak kullanabilirler bahçede. Also hat mir gerade eben gesagt, oben auf diesem Lukenbereich auf der Decke, da kommen auch Glasabdeckung. Das wird ja komplett zugemacht und unteren Bereich ist ein Salonbereich und hat mir auch vorhin erzählt, gab es Asansörde yapmak için ekstra yerimiz var. Şuradan, evet, şu köşeden isterse asansör yapabiliyor. Also wenn man möchte, kann man sogar hier noch einen Aufzug hinstellen. Müsste ungefähr 30.000 Euro extra kosten. Also genau hier in der Ecke. Also diese ganzen Kabelung, Verkabelung und so weiter ist alles da für einen Aufzug. Ja, kann man machen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Soyunma odası. Das hier ist ein Bekleidungsraum. Garderobenraum. Und das wäre mein Master Bedroom. Er hat auch gerade erwähnt, wir haben hier ein großes Balkon. Sehr groß. Hier kommt das Doppelbett rein. Hier. So. Ja. Und Frontseite von unserem Schlafzimmer ist auch wieder mit Travertersteine ausgestattet. Hier rechts haben wir richtig große Badezimmer. Mashallah, das ist echt sehr groß. Ja. Ve buraya jacuzzi geliyor. Şuraya. Orada lavabolar oluyor, duş oluyor, tuvalet oluyor. Buraya ne geliyordu? Oraya iki tane lavabo geliyor. Zwei Waschbecken, Dusche. Ja, auch mit Tuvalet var bu tarafta. Aynen. Cam. Und die Toilette befindet sich auf der rechten Seite, also bayağı büyükmüş. Ha, buraya da jacuzzi geliyor. Jacuzzi, bunun şeyleri. Die jacuzzi kommt dann hier rüber. Nicht schlecht, ja. Hier wiederum riesengroße Fensterfront und Schiebetür. Ja, wir haben ja unsere Video von hier aus losgestartet. Auch hier toll mit Travertia-Steine. So, jetzt gehen wir mal runter zu unserer Garage und dann laufen wir von Garage rein. Da machen wir auch noch eine extra Aufnahme, dass ihr auch mal seht, was ist, wenn ich von Garage reinfahre, wie geht es dort weiter. Also bis gleich. So, normalerweise fahren wir in die Garage rein und begehen uns natürlich in Räumlichkeiten. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Da passt locker ein großer PKW rein. Müsste ungefähr ja, 2 Meter hoch sein, hier die Decke. 2 Meter. Ja? Ich 2 Meter und 10, Entschuldigung. Es ist immer gut, wenn man einen Bauträger dabei hat. Ja, der kann uns immer dann ausbessern. Und der versteht auch ein bisschen Deutsch, ja. So, das hier ist dann unsere freie Fläche, das heißt Garten oder so Bahçe. Genau, Garten, da drüben ist, aber da gehen wir erst gleich rüber, Infinity Pool Bereich. Also hier oben hat er ja gesagt, dass er auch noch eine Glasabdeckung macht auf den Decken.
Ha, buraya da galiba şeyler, şu kapılar geliyor, doğru mu? Evet, şuraya şimdi önce buraları kapatıyorum ben. Açık bahçe oluyor burası. Ha, ama moment. isterlerse şurayı kapatırım. Buranın üstü de kapanabilir ama işte normal projede evet. Şuraya konuluyor cam kapılar. Burada var. Buraya açık dining room yapıyoruz. Okay, mutfak burası çünkü. Bir saniye. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich dachte mir, der macht hier komplett zu. Nein. Hier wird eigentlich sozusagen offen stehen. Nur da oben werden die Decken komplett mit Glas versehen. Und hier kommt Grasfläche hin. Diese große Türen, ja, oder Fensterfront wird hier hingestellt. Burası da galiba mutfak bildiğim kadarıyla. Mutfak, olduğu gibi mutfak. Hier ist dann unser Gartenbereich. Küchenbereich. Ja. Buraya da ada geliyor. Ada geliyor buraya. Hier kommt eine Insel, große Kücheninsel hin, ja. Und hier wird wahrscheinlich auch die Schränke stehen, genauso auf der rechten Seite. Oben haben wir unsere Klimaanlage. Also, burası da giriş mi olacak? Giriş. Und evet. Hier ist dann unser Eingangsbereich. Ist ein bisschen kompliziert, aber für mich, ja, wenn ich das überlege, wird top, weil hier wird alles komplett offen sein. Buraya kadar. Galiba burası da kapanacak. Evet, cam. Aynı genau. Yukarısı gibi cam oluyor burası da. Genau, hier auch noch ein Glasfront, komplett zu. Also diese Fläche wird dann komplett frei stehen. Aber er hat auch gesagt, auf Wunsch kann man natürlich auch von hier bis nach ganz oben, ja, auch diese Rahmen, Fensterfront kann man auch noch hinstellen. Demiştiniz galiba yukarıya kadar kapatabiliriz, doğru mu? Yukarıya değil, şu kata kadar. Ah, Entschuldigung. Sadece burayı kapatabiliriz. Ja. İsterlerse burayı... Auf Wunsch kann man oben auch noch zumachen. Aber das wird komplett frei stehen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Şurada sauna var. Ah, hier yani kommt dann unsere sauna hin. Var. Hier auf der rechten Seite. Da kommt dann die Tür. Hier kommen die Sitze. Wir wissen ja, wie sauna aussieht. Burası da banyo mu? Ah, tuvalet. Hier dann unsere sozusagen WC. So schaut es aus. Burada dolap olacak burada. Bunun altında çamaşır makinesi, waschmaschine buralara geliyor. Hepsi die waschmaschine und so weiter kommt hier rein. Das wird dann nachher komplett zugemacht. Dieser unteren Treppenbereich. Peki bu ne? Şu die Hide. Ah, das ist von der, sag mir gleich. Hide, şey, ısıtma. Aynen, aynen. Fußbodenheizung. Her katın ayrı. Jede Etage hat seine eigene System. Asansör için bu pipes. Ja, her genau. Das ist für den Aufzug. Und der Aufzug kann man hier sozusagen aufstellen. Und er hat mir auch schon mal was erwähnt, wegen der Farbtechnik, die sie hier geleistet haben, ist nicht einfach nur drauf gestrichen, sondern das sind so Wellen drin, die kann man auch hier erkennen. Er hat das drauf bestanden, also er achtet auf die Details und auch die Kleinigkeit. Burası da oturma alanı muhtemelen. Oturma alanı, sağ olun. Hier ist dann der Wohnbereich. Orası televizyon ünitesi gelecek oraya. Hier kommt dann sozusagen der Fernsehunité. Also man hat hier zwei Wohnbereiche, einmal oben, einmal unten, ja. Und da haben wir auch noch eine freie Grasfläche, überdacht, gibt's nicht. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Finde ich die Idee top. Man kann auch den Aufzug hier hinstellen. Unten haben wir noch einen Saunabereich und die Küche befindet sich auch hier unten. Frontseite ist komplett auf. Jetzt gehen wir mal raus zu unserer Terrasse. Das hier ist dann unser Terrassenbereich. Hier haben wir unsere Infinity Pool. Burası ne olacak? Burada su oluyor. Burada şazlon yataklar koymak için. Ah, okay. Wegen dem, man kann ja auch sozusagen hier auch die Sonnenliegen reinstellen. Und hier wird auch komplett mit Wasser gefüllt. Also hier komplett, hier ist unser Infinity Pool. Und unser Infinity Pool befindet sich bis hier auf diesem Bereich. Komplett mit Wasser. Peki orası ne olacak? Oraya kum dolduracağım, plaj yapıyorum. Ah, er möchte so eine kleine Strand hier. Er will es komplett mit Sand auffüllen. Finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht. Das Wasser läuft natürlich hier runter. Yep. Doğru değil mi? Doğru. Aynen. Çocuk havuzu burada var. Hier haben wir unsere orada şelale var. Pool. Yukarıda var şeyine. Kleiner şelale. Wasserfall hier und kleiner Wasserfall da drüben auf der linken Seite. So, jetzt komme ich. Havuz seramikleri şunlar. Ah, bu da okay. Dışarısı için. Das sind die Pool. Ceramics bzw. Fliesen und das kommt dann praktisch in den Pool rein. Bunlar havuzun içine mi gibi hangisi? Onlar havuzun içine geliyor. Entschuldigung, Moment. Das kommt praktisch unten in den Poolbereich rein und das ist praktisch für die Außenfläche gedacht. Nicht schlecht, weil wenn das jetzt außen gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, naja, das war nicht gut durchdacht, weil es wird ja auch warm. Ist ja klar.
Man kann mit den nackten Füßen nicht drauf laufen. So, jetzt haben wir unseren Meerblick, unseren Poolbereich, unseren Gartenbereich, haben wir alles gesehen. Jetzt erzähle ich euch mal die einzelnen Daten. Ja, was wird hier angegeben? Was sind die Quadratmeter? Was sind auch die Besonderheit dieser Villa? Gut, wir haben sie auch persönlich gesehen, ja, mit unseren eigenen Augen, was er eigentlich noch vorhat. Übrigens, der Bauträger bringt es wirklich zu Ende. Es gibt ja Objekte, wo ich sage, Finger weg. Wo ich vor 2 Monaten da war, naja, war halb so weit wie jetzt und er kommt richtig gut voran. In 2 Monaten kommen wir noch einmal, in 2 Monaten sind wir hier noch einmal und dann machen wir noch ein Video und dann sehen wir mal, wie es dann aussieht. Ja? Die Fliesen und so weiter sollten alles schon fertig sein. So, totale Quadratmeter beträgt 474 Wohnfläche, Entschuldigung, Bruttowohnfläche 474 Quadratmeter. Netto-Wohnfläche 369 Quadratmeter und unsere Grundfläche beträgt 500 Quadratmeter. Wir haben 5 Schlafzimmer und 2 Wohnräume. Banyosu toplamda kaç demiştik burada? Es sind insgesamt 4 Badezimmer. 4, 5. Und gut, und eine Gäste-WC. Aufzug auf Wunsch kann man auch noch hinstellen, ist gar kein Problem. Unser Garagebereich befindet sich hier. Ja, und man kann sozusagen draußen auch noch mal extra parken. Der Preis für diese Villa beträgt 1.050.000 Euro. Übrigens, Aufpreis kann man auch hier die türkische Staatsbürgerschaft auch noch bekommen. Detaylarını daha doğrusu da eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok, gayet güzel ama bu fiyat 2 ay sonuna kadar. Entschuldigung, dieses Angebot gilt nur bis zu 2 Monaten. Ja, aber man kann auch ein bisschen noch verhandeln. Also Verhandlungsbasis ist natürlich mit dabei. So, wer Interesse hat, kann sich bei mir gerne melden. Auf Wunsch können wir auch einen Besichtigungstermin vereinbaren. Ja, und bis zu meinem nächsten Video. Alles Gute. Teşekkür ederim bu arada.